Lustige Witze in 3, 2, 1, los. Kann ich dir einen Witz über die amerikanische Polizei erzählen? Schieß los. Der Sieg von Polen gegen Deutschland kam ein paar Jahrzehnte zu spät. Keine Macht dieser Welt ist stärker als die Liebe. Außer vielleicht ein Tiger-Kampfpanzer. Das sind verfickte 56 Tonnen Tod und Verderben, spielender Kruppstahl auf Ketten. Das Teil kackt der Liebe mächtig in den Rachen. Wie rettet man einen Türken vorm Ertrinken? Mit einer Harpune. Amerikanisches Sprichwort. Erschieß es. Türkischer Hai-Film, wenn der Hai kommt. Dürüm, 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 dürüm. Wenn eine Frau während der Autofahrt den Scheibenwischer einschaltet, obwohl es nicht regnet, kann es nur eins bedeuten. Sie will die Spur wechseln. Manchmal verscheuche ich Uhren, nur so zum Zeitvertreib. Jobs, die ich mir mittlerweile zutraue. Bahnfahrer, regierender Bürgermeister der Stadt Berlin, Lufthansa-Pilot. Schatz, findest du mich zu dominant? Nein, Herrin. Bei meinem nächsten Zaubertrick verwandle ich diese Flasche Wodka in eine Nacht voller häuslicher Gewalt. Sehen Sie morgen die Geschichte des traurigen Zugführers, der nicht in den Urlaub fliegen kann. Dieser Moment, wenn du vor lauter Lachen auf einmal furzen musst. Buntstifte sind wie M&Ms, alle Farben schmecken gleich. Interessant, wie viele Menschen morgens aufwachen und sich denken, nicht genug Leute wissen, dass ich ein totaler Vollidiot bin. Ich zeige es Ihnen heute mal wieder. Ich habe Spaghetti um meinen Wecker gewickelt, jetzt habe ich Essen rund um die Uhr. Damit mein Hirn die Schimpfwörter nicht vergisst, fahre ich regelmäßig Auto. Im Wörterbuch, The Water Chicken, der Wasserhahn. Mädchen, ich habe kalte Hände. Junge, was für ein Zufall, ich habe warme Eier. Die Wasserpistole, mit der ich die Katze erzogen habe, nicht auf Tische zu springen, benutze ich jetzt, wenn jemand zwei Plätze im Bus besetzt. Neulich in den News, geschenkter Gaul an Zahnfleischentzündung gestorben. Luftballons sind so bizarr. Alles Gute zum Geburtstag, hier hast du einen Plastiksack mit meinem Mundgeruch. An Halloween schenke ich den Kindern Wassereis aus gefrorenem Essig. Sobald Frauen mich sehen, wollen sie fitter werden, um mich zu beeindrucken. Also fangen sie sofort an zu laufen. Ich finde ja, dass immer, wenn Frauen lügen, ihre Brüste ein Stück wachsen sollten. Quasi ein Titten-Pinocchio. Beziehungsstatus, es passen 23 saure Apfelringe um meinen Penis. Hey, hast du Lust, dass wir uns später treffen, wenn du mit dem Hund rausgehst? Ich glaube, der Hund muss heute nicht. Wie nennt man einen schwarzen Bogenschützen? Ebolas. Mama, wieso kriege ich im August schon Weihnachtsgeschenke? Weil die billiger sind als die Chemotherapie. Dieser Moment, wenn du auf deinem Bett keinen Empfang hast, während Terroristen aus ihren Höhlen Videos hochladen. Auch Führungskräfte lernen aus Fehlern. Mein Chef lernt gerade, wie dumm es war, mich einzustellen. Du hast dieselben Fehler im Diktat wie dein Sitznachbar. Wie kannst du das erklären? Wir haben denselben Lehrer. Bio kommt ursprünglich aus dem Lateinischen und bedeutet, kostet 3 Euro mehr. Integrationspreis, Bushido. Fernsehpreis, Berlin Tag und Nacht. Comedypreis, Mario Barth. Wo bleibt nun der Friedensnobelpreis für Adolf Hitler? Yeah! Bei Gefallen, Daumen hoch und Video teilen. Sollten euch einzelne Witze davon ganz gut gefallen haben, macht doch einen Screenshot und teilt sie auf Instagram oder Twitter. Lustige Witze gibt es immer freitags um 17 Uhr. Bis nächste Woche.